Und auch heute zum Wochenende nochmal eine Kick-An-Geschichte, sagenhaftes und bemerkenswertes aus Schleswig-Holstein. Und bemerkenswert ist es in der Tat, wie der heute fast 80-jährige Max Carlsen zu seinem Job gekommen ist. Macke, wie seine Freunde ihn nennen, hätte sich damals nicht träumen lassen, dass er als Verwaltungsangestellter mal ein Reisebüro eröffnen würde und dann auch noch auf einer Nordseeinsel. Die ganze Geschichte beginnt bereits 1945 auf der Insel Föhr. Moin, moin, Macke. Alle paar Tage schaut Max, genannt Macke Carlsen, im Reisebüro bei seinen Damen vorbei. Mal sehen, ob alles läuft. Früher hat er den Laden ganz allein geschmissen. Heute mit fast 80 hat er eine Geschäftsführerin und viel mehr Zeit als damals, als alles anfing mit den Auswanderern. Damals, kurz nach dem Krieg, wurde Macke mit erst 25 zum Bürgermeister von Oldsum gewählt. Weil er gleichzeitig aber auch zusammen mit seiner Frau die Dorfschenke führte, wurde eben im Krug das Gemeindebüro eingerichtet. Die Gastwirtschaft steht heute noch. Ab und zu trinkt Macke hier mit seiner Frau einen Friesentee. Früher sind sie alle zu ihm gekommen, denn viele junge Insulaner wollten damals nach Amerika auswandern. Und da war der Wirt als Bürgermeister gefragt. Die wussten ja dann alle, wir müssen zu Macke gehen. Und da werden dann diese nötigen Formalitäten alle geregelt und beim Konsulat eingereicht. Ich habe das für die ja alle, sagen wir mal so, fix und fertig mit Briefumschlägen und Einschreiben und so weiter. Das habe ich natürlich alles hier schon vorbereitet. Ein Haufen Schreibkram für den jungen Bürgermeister. Ein Freund hat ihn dann auf die Idee gebracht. Mensch, Macke, wenn du sowieso die ganze Arbeit machst, hat er gesagt, dann kannst du auch was dran verdienen. So ist Max Carlsen mit seiner Frau nach Hamburg zur Reederei gefahren und hat dem Chef dort vom Auswanderungsboom auf Föhr erzählt. Und das schlug wie eine Bombe ein. Und da sagt er, ich werde gleich bei der nächsten Sitzung hier beantragen, dass Sie die Agentur kriegen. Das scheint ja doch für uns noch ein ganz interessantes Gebiet zu sein. Jetzt hat er die Agentur für die United States Lines und ein hübsches Schild vorne am Gasthof. Das Reisegeschäft blühte, weil es für viele Führer nach dem Krieg auf der Insel nichts zu verdienen gab. Einmal brachte Macke auf einen Schlag 17 Insulaner auf einem Schiff unter. Die Verhandlungen wurden einfach über den Tresen geführt. So wanderte auch Namen Bruders 1956 von hier mit Mackes Hilfe aus. Er wusste ja auch genau, was er da reinschreiben sollte und so weiter und so fort. So konnten wir das selbst nicht machen. Er hat das alles für uns ausgefüllt, wie gesagt, und hat es weggeschickt. Und wir haben dann nur gewartet, bis wir Bescheid bekamen vom Konsulat. Die Führeragentur mauserte sich in den 50er Jahren zur erfolgreichsten Außenstelle der United States Lines. So gab es auch schon mal als Sonderprovision eine Extratour für Macke und seine Frau. Der Chef des Büros organisierte ja dann die ganze Reise. Wir brauchen ja dann nur bereit zu stehen. Und er hatte ein riesen Taxi da. Ich glaube, das wäre kratzte, was in Hamburg gäbe. Und so fuhren wir dann nach Travemünde ins Casino. Ende der 60er ebbte die Auswandererwelle ab, doch Max Carlsen konnte vom Reisegeschäft nicht mehr lassen. In Wiek eröffnete er ein eigenes Büro. Heute fliegen die Führer mit Macke-Tours um die ganze Welt. Reiseziel Nummer 1, immer noch Amerika. Heute allerdings hin und zurück.